und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir gedacht, es kam lange kein Laber-Video mehr von mir und ich möchte euch heute über mein aktuelles Leben updaten, was gerade bei mir so geplant ist, was die nächsten Tage so ansteht, aber was auch ja Ende diesen Jahres vor allem sich noch in meinem Leben verändern wird. Ich bin echt gespannt, wie ihr darauf reagiert und ich freue mich. Und ich würde sagen, wir legen mit diesem Video los. Let's go! Ich werde jetzt einfach gemischt vieles erzählen, was sich verändert hat bisher oder was sich noch verändern wird. Und nebenbei werde ich mein Alltags-Make-up schminken. Also meinen Primer habe ich schon vorher aufgetragen. Nicht, dass ihr irgendwie denkt. So, ich weiß gar nicht, wo ich im letzten Video stehen geblieben war. Ist ja schon eine Weile her. Ich glaube Ende letzten Jahres. Auf jeden Fall hatte ich mich ja Ende letzten Jahres auch umgeschaut nach Jobs, weil ich hatte ja, für die, die es nicht wissen, letztes Jahr mein Abitur absolviert und dann wollte ich erstmal so 2-3 Monate chillen, Pause machen, auf andere Gedanken kommen und wollte noch nicht letztes Jahr mit dem Studium anfangen, weil es da noch Corona bzw. Lockdown gab und da, wo ich halt studieren wollte, war bisher alles online und ich hatte da auch nicht so wirklich Lust drauf, von einer Schule zur anderen zu rennen. Und da habe ich für mich entschieden, sozusagen ja ein Jahr frei zu nehmen und dieses Jahr mit dem Studium zu beginnen und das Jahr natürlich zu nutzen, nicht nur um zu gammeln, sondern auch um Vorerfahrungen zu sammeln, Praktika zu machen, ja, Berufserfahrung einfach zu sammeln. Viele wissen ja, dass ich Ende letzten Jahres schon in der Medienfirma gearbeitet habe. 2 Monate auf 450-Euro Basis, habe dann einen TikTok-Account gemanagt, wollte dann ein Praktikum anfangen. Das hat aber nicht ganz so in meinen Lebensstil gepasst. Das musste ich dann leider beenden. Anfang diesen Jahres habe ich ein Praktikum gestartet. Und zwar bei der O-Group, nennen die sich. Das ist auch eine Medienfirma, die aber sich nochmal ja in verschiedene Bereiche unterteilt. Einmal O-Media, O-Phone und noch was. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich da durch verschiedene Kontakte zu der Firma gelangt, habe die angeschrieben, normal, wie man das halt macht. Und die haben sich dann zurückgemeldet und meinten, ja, wir können dir gerne ein 3-monatiges Praktikum anbieten. Ja, mein Stativ ist leider nicht mehr so stabil. Sorry auf jeden Fall für die Unterbrechung. Da hat sich dann die Firma zurückgemeldet, meinte im O-Media-Bereich, das könnte auf jeden Fall was für dich sein. Und dann war ich da ziemlich offen und habe gesagt, klar, ich schaue gern mal in alle Bereiche rein. Ich hätte auch sagen können, nee, ich will jetzt nur in den Bereich HR schauen oder, keine Ahnung, Sales. Aber ich habe gesagt, ich bin da völlig offen, weil das Praktikum soll ja für mich auch als Orientierung dienen, wo es vielleicht in Zukunft auch mal hingehen könnte. Und genau, dann bin ich da ohne Erwartungen rangegangen. Dann gab es, ja, die erste Woche war so eine Art Einarbeitungswoche, sag ich jetzt mal. Und dann ging es halt so richtig los, habe verschiedene Teamsitzungen gemacht. Dann habe ich so Rechercheaufgaben auch erledigt, aber größtenteils auch für Contentplanung zuständig, weil diese Firma für DHL, für die Luftfracht zuständig und haben da diesen Instagram-Account auch gemanagt. Und ja, da war ich sozusagen auch mit dran beteiligt, wie der Content quasi geplant wird und wie es am Ende dann ja umgesetzt wird auch. Das ist auf jeden Fall ein langer Schritt, man unterschätzt das. Aber das finde ich ja auch mega interessant, weil ich sonst nie so wirklich hinter die Kulissen schauen kann. Beziehungsweise habe ich ja bisher nur meinen eigenen Stuff gemacht.
und da nochmal in andere, ja, andere Themen hineinzuschauen, wie das in einer wirklich großen und wichtigen Firma dann zugeht, war es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich konnte in den 3 Monaten so viel lernen, so viel mitnehmen und wie gesagt auch in super, super viele Bereiche reinschauen. Und das hat auch, also ich konnte das Praktikum auch richtig gut in meinen Alltag integrieren, habe jeden Tag 5 Stunden gearbeitet, konnte nebenbei Social Media machen und nebenbei noch meinen Sport, den ich ja noch mache. Und von daher war ich da auch echt happy, glücklich und zufrieden. Ja, also es war top. Und dann habe ich nach dem Praktikum noch ein Jobangebot bekommen gehabt. Und zwar von der UFA, mit denen hatte ich aber schon länger Kontakt, also seit letztem Jahr. Da wollte ich halt schon mega gerne anfangen. Aber es war halt noch keine Stelle frei, die halt in meinen Bereich sozusagen reingepasst hätte. Und ja, dann habe ich eine Rückmeldung Ende Februar bekommen, dass die Stelle Ende März frei wird. Und da habe ich gesagt, ja, mega cool, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Da endet mein Praktikum und dann kann ich da sozusagen neu in einen richtigen Job starten. Das fand ich schon mega einfach, dass ich diese Chance bekommen habe, da gleich in der Firma einzusteigen ohne Ausbildung oder Studium. Und ja, da bin ich auch sozusagen direkt ins kalte Wasser gefallen. Also ich habe sozusagen jetzt schon eine richtig, richtig große Verantwortung übernommen, was mich sehr stolz macht. Und worüber ich auch echt glücklich bin. Und zwar nennt sich der Job Social Media Beauftragt. Das steht auch in meiner Bio auf Instagram. Und ja, das ist auch ein 25-Stunden-Job, den ich auch mir frei einteilen kann, was ich auch super, super liebe. Also ich liebe es ja, flexibel zu arbeiten, unabhängig. Also überall, von überall aus zu arbeiten. Und ja, den Job mache ich jetzt bis zu meinem Studium erstmal, bis Ende September. Ab Oktober will ich anfangen zu studieren und ich hoffe es, dass ich den Job auch nebenbei weiterführen kann, dass ich das auf jeden Fall in meinen Alltag dann so, ja, integrieren kann. Auf jeden Fall bin ich dafür zuständig, dass auf Instagram und Facebook quasi von der Krimiserie Soko Leipzig ständig Content online kommt. Also ich bin dafür zuständig, wie bei meinem Social Media Account, dass ich Bilder poste, Reels poste, Stories poste. Und das Nice ist halt, dass ich immer dann mit ans Set fahren kann, wo die Serie gedreht wird. Und da erstelle ich sozusagen dann den Content, drehe das vor und dann bearbeite ich das, schneide ich das und lade das dann ein paar Tage später hoch. Und ja, ich meine, wer kann sagen, dass man schon mal an einem Filmset hinter die Kulissen schauen konnte? Und ja, das macht mir einfach mega viel Spaß und ich bin auch super, super dankbar über diese große Chance und über diese Erfahrung einfach. Und jetzt ist es halt auch so, dass wir TikTok auch bespielen, weil TikTok ja auch grundsätzlich eine jüngere Zielgruppe hat. Und genau, es ist ja wichtig, auch jede Zielgruppe anzusprechen. Das ist natürlich am besten, wenn du da sozusagen jede Zielgruppe mit umfasst, sage ich jetzt mal. Und ja, so wird das jetzt erstmal weiterlaufen. Genau, und dann will ich ja, wie gesagt, ab Oktober anfangen zu studieren. Und die Praktikas, beziehungsweise das Praktikum und den Job, den ich gemacht habe, beziehungsweise mache, haben natürlich auch einen Grund gehabt, dass ich natürlich Vorerfahrungen sammle für mein Studium. Nämlich möchte ich Medienmanagement studieren. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem vorherigen Video erzählt, und zwar in Mittweida. Aber in Mittweida hat sich das ganze Bewerbungsverfahren jetzt geändert, weshalb ich auf jeden Fall mich noch an anderen Hochschulen beworben habe, einfach zur Absicherung. Ich habe mich noch in Hannover, Würzburg und Salzgitter beworben. Die haben auch den Studiengang Medienmanagement, aber so teilweise kleine Unterschiede in den Studieninhalten und auch was das Bewerbungsverfahren angeht. Also Mittweida war das jetzt so, dass ich quasi meinen Lebenslauf und mein NC
abgeben musste, beziehungsweise mein Zeugnis. Die schauen nämlich auf den Lebenslauf und auf die Abiturnote, beziehungsweise 20% auf die Deutschnote am Abitur. Und ja, ich war halt im Grundkurs, war immer so auf 10, 11, 12 Punkten. Und im Abi hatte ich halt 9 Punkte, was halt mega ärgerlich ist. Aber ich hoffe, dass das jetzt nicht so der ausschlaggebende Grund sein wird, weshalb man mich dann nicht nimmt. Und im Lebenslauf fände ich halt gut, dass da jetzt auch mein Praktikum und mein Job mit drin stehen. Und ich habe natürlich mein Praktikumszeugnis mit beigefügt, beziehungsweise Empfehlungsschreiben von meiner bisherigen Firma. Egal, ob es gefordert ist oder nicht, ich gebe euch einfach auf den Weg mit, egal wo ihr euch bewerbt. Gebt einfach so viel ab, wie es nur geht, dass ihr am besten von euch überzeugen könnt, weil ich will es unbedingt, ich will es zu 150%, ich möchte dorthin und dafür will ich auch alles versuchen, was möglich ist, weil am Ende ärgere ich mich, dass ich nicht alles dafür gegeben habe, was man hätte tun können. Genau, das habe ich dann abgegeben und zwar habe ich das alles gestern, also wenn ich das Video jetzt aufnehme, habe ich das alles an einem Sonntag abgegeben. Man musste sich da anmelden an einer Webseite und dann nochmal extra, also jede Hochschule hat ein anderes Bewerbungsverfahren. Zum Beispiel in Hannover musste ich jetzt noch postalisch heute was abgeben, mein Zeugnis, mein Lebenslauf, also viele Sachen. Und die laden mich dann auch zu einem persönlichen Aufnahmegespräch ein, falls sie Interesse haben an mir im Juli, weil die Bewerbungsfrist ist schon am 15. Juni. In Mittweida 15. Juli, das geht noch, aber die anderen waren 15. Juni, weshalb ich jetzt so ein bisschen noch unter Stress stand, aber das habe ich alles echt entspannt gemeistert, würde ich sagen. Und in Würzburg, glaube ich, gibt es sogar noch einen Aufnahmetest, den ich auf jeden Fall auch gerne machen würde, um einfach zu wissen, wo stehe ich gerade, passt das wirklich zu mir, bringe ich schon viel Wissen mit. Ich meine, ich habe praktische Erfahrungen, aber wie ist das dann mit der Theorie? Das wäre auf jeden Fall mal sehr interessant zu wissen. Und in Salzgitter war das relativ einfach, musste man nur online auf jeden Fall was abgeben. Also jede Hochschule, wie gesagt, hat etwas anderes. Das Einzige, was gerade schwierig ist, ist, ja, dass ich halt nicht wirklich planen kann, wie es dann Ende des Jahres bei mir aussieht. Ich will auf jeden Fall werde ich dann in den Studienort hinziehen. Ich weiß aber nicht, wie es dann mit meiner Beziehung funktionieren wird. Und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass ich in Mittweida angenommen werde. Weil 2 Stunden weg zu sein von meinem Freund tut mir halt jetzt schon so sehr weh, wenn ich daran denken muss. Und mit meinem Sport weiß ich auch nicht genau, wie es halt weitergeht. Wenn ich in Mittweida angenommen werde, könnte ich auch in Chemnitz weiter trainieren. Aber ja, ich werde auf jeden Fall den Sport nicht aufgeben. Ich liebe es ja, ins Gym zu gehen. Das werde ich auf jeden Fall weiter tun. Ich habe natürlich auch schon gespottet, ob es denn Gyms gibt in meinen Studienorten. Mittweida hat auf jeden Fall eins und das andere sind ja alles größere Städte und da muss es auf jeden Fall eins geben. Ich hätte auch mal Lust, eine neue Sportart auszuprobieren, beziehungsweise mich jetzt vielleicht mal einem Beachvolleyballverein anzumelden oder Zumba zu machen. Einfach das zu machen, was mir auch Spaß macht und ich liebe ja den Sport. Und ja, ich freue mich auch schon darauf, neue Menschen kennenzulernen, viele Freunde zu finden und einfach die geilste Zeit meines Lebens zu haben. Und ich will das auch richtig genießen. Genau. Und ich nehme euch natürlich dann auch überall hin mit, wenn ich meine Wohnung besichtige, wenn ich die einrichte. Da habe ich schon mega Lust drauf. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal das alles weiter durchziehen. Ich gehe weiter arbeiten, mache Leichtathletik, Hammerwurf, denn am 16. Juli findet die Deutsche Meisterschaft statt und da will ich natürlich in Topform sein und danach ist erstmal Entspannung. Da werde ich noch in den Urlaub fahren, das Ganze genießen, bevor ich dann studiere.
Da ist dann erstmal kein Urlaub mehr drinne. Aber ich freue mich, wie gesagt, und nehme euch überall hin mit. Und ja, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe zwar jetzt den Schwerpunkt nur auf Studium und Arbeit bzw. Job gelegt, aber viele von euch hat das auch interessiert, was ich denn jetzt mache, weil das so von außen her scheint, dass ich nur Faulenze bzw. nur Social Media mache. Aber wie gesagt, oder ich habe schon immer gesagt, dass ich nebenbei noch etwas machen will. Social Media soll nie, nie, nie die Hauptrolle in meinem Leben einnehmen, weil mir das einfach zu unsicher ist. Ich mache das zwar gerne oder ich werde das noch so lange machen, bis es mir Spaß macht, weil es ja nichts Aufgezwungenes ist. Ich zeige ja das, was ich jeden Tag mache. Ich integriere Social Media einfach in meinen Alltag und nicht den Alltag in Social Media. Und genau, will halt mein Wissen noch erweitern, will schauen, was ist denn noch möglich in diesem Bereich. Und mein Traum wäre es halt schon so Richtung Moderation, Reporterin zu gehen. Vielleicht wird Galileo oder TAF auf mich aufmerksam oder Sky als Sportreporterin. Das würde mich so sehr freuen. Das Ganze kann ich auch in Mittweida praktisch ausprobieren. Und das wäre halt so ideal und so geil einfach. Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. So, und das war's auch schon mit diesem YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt mich auch gerne kostenlos auf YouTube abonnieren. Dann verpasst ihr keiner meiner Videos mehr. Und natürlich auch auf den anderen Social-Media-Kanälen. Denn da kommt jeden Tag ein Update online. Und jeden Tag, ja, was ich so mache und wie sich mein Leben entwickelt. Wenn euch das interessiert, schaut doch gerne mal vorbei. Und da würde ich sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten YouTube-Video wieder. Tschüss!